Ich glaube, Service ist ein ganz großes Thema, weil es unheimliche Ohnmachtsgefühle bei den Menschen auslöst. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Tom König ist der Name, unter dem ich meine Spiegel Online-Kolumne schreibe. All die grässlichen Servicegeschichten und Erlebnisse, die mir Leser zusenden, werden in dieser Kolumne beschrieben. Telefonwarteschleifen sind für mich die Vorhölle des Kapitalismus. Also, jeder Katholik kennt das, die Vorhölle, jeder muss da durch. Und genauso muss jeder Konsument heutzutage muss durch die Warteschleife. Es gibt praktisch keine Möglichkeit, das zu vermeiden. Schlimm an der Warteschleife ist auch, dass es bestimmte Phrasen und Floskeln gibt. Wie zum Beispiel, Ihr Anruf ist uns wichtig. Und die Wahrheit ist natürlich, wenn mein Anruf denen wichtig wäre, dann wäre ja jemand ans Telefon gegangen. Dauerbrenner in der Servicewüste sind auf jeden Fall die Telekommunikationsunternehmen, DSL-Anschlüsse, Telefon, Handy. Weitere Branchen, die mir einfallen, sind auch Gas und Elektrizität. Da die meisten Leute heute ihre Verträge online abschließen, ist eine große Quelle der Frustration, dass man mit einem Klick seinen Vertrag bekommt, aber einem die Kündigung wahnsinnig schwer gemacht wird. Man findet keine Adresse auf der Webseite, die sagen einem, man darf nicht per E-Mail kündigen, teilweise darf man nur per Fax kündigen. Und ich meine, wer hat noch einen Fax heute? Das sind alles so miese Tricks, die auch rechtlich zweifelhaft sind, um einen davon abzuhalten, zu kündigen. Viele Leute fragen sich bei schlechtem Service, macht die Firma das mit Absicht oder sind die einfach nur ein bisschen inkompetent? Es gibt sehr viele Fälle, wo Firmen einfach inkompetent sind oder unorganisiert. Aber gerade wenn es um so Fragen geht wie die Kündigung von Verträgen oder die Kontaktaufnahme überhaupt mit dem Kundenservice, wenn das einem so schwer gemacht wird, da würde ich in den meisten Fällen schon Berechnung und Vorsatz unterstellen. Ja, es gibt schon, glaube ich, einen neuen Schlag von Kunden, den man so als Service-Guerilleros bezeichnen könnte, die sich eine Haltung zugelegt haben, wo sie sagen, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, ich bin hartnäckig. Die relativ bescheidenen Möglichkeiten, die sie haben, optimal nutzen, um diesen Unternehmen mal ein bisschen Paroli zu bieten. Wenn man eine E-Mail an ein Unternehmen schreibt, dann finde ich, ist es ein guter Trick, relativ viele Leute in Kopie zu setzen. Man kann sich zum Beispiel vorher die E-Mail-Adresse des Vorstandschefs raussuchen. Oder wenn es eine Bank ist, die der Bundesfinanzaufsicht oder ein paar Wirtschaftsredaktionen oder den Tom König in Kopie setzen, das macht auf die schon immer Eindruck, weil die dann nicht wissen, ah, wer liest das noch alles, und da schlagen sie zumindest meistens schon mal die Hacken ein bisschen zusammen. Hier gibt es auch ein Kapitel, das heißt Handbuch für Service-Guerilleros. Da gibt es dann für den Kunden Tipps, wie er sich wehren kann. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie.